Einen wunderschönen guten Abend, ihr da draußen. Ich melde mich mit einer kleinen Sondersendung zum Thema das heutige Video. Denn das ist einfach zu lang. Das ist das Problem des heutigen Videos. Ich habe es schon fertig geschnitten. Es geht jetzt in der ersten Schnittvariante 37 Minuten und es ist eine weitere Folge, ein weiteres Video zum Ultimate Epic Battle Simulator. Und wer die beiden vorherigen Videos zu dem Spiel gesehen hat, der hat da bestimmt schon gemerkt, ey, das sind ja ganz schön lange Videos. Und das Problem ist jetzt einfach, dass bei dieser Länge, die ich da habe, ich das nicht mehr zu einer halbwegs annehmbaren Uhrzeit rendern und hochladen könnte. Und vor allem würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber schauen, um zu schauen, wo kann ich vielleicht noch zumindest ein bisschen was straffen. Es geht mir nicht darum, dass ich euch 37 Minuten nicht zutrauen würde und sage, ey, das schaut sich doch niemand an. Ganz im Gegenteil, bei euch kamen ja die längeren Videos in letzter Zeit gerade besonders gut an, gerade zum Ultimate Epic Battle Simulator. Und ich finde das auch ganz schön, denn ich versuche da aktuell so einen Hybriden aus dem Aspekt der klassischen Let's Plays zu schaffen, die ja immer von Haus aus ein etwas langwierigeres Format waren, also das heißt mehrere Folgen und die Videos an sich. Eine Folge hatte meistens so eine Länge, da ging es bei 15 Minuten los und ging dann bis 30 Minuten oder sonst was, damit man eben vorankommt. Und diesen, ich nenne sie jetzt mal neueren Let's Plays mit einem Schnittstil, den ich ja auch gerne habe, denn ich möchte ja, dass meine Videos, dass man da auch so ein bisschen was drin sieht, dass da was dran gemacht wurde und dass die schön straff sind. Ein bisschen Langeweile darf immer mal mit drin sein, man braucht auch mal Momente, in denen man zur Ruhe kommt, aber an sich soll das hier schön the best of the best. Und deswegen versuche ich diese beiden Sachen zum Best of Both Worlds zusammen zu klamaustern. Und bisher gefällt euch das auch ganz gut und ich habe da aktuell viel Spaß dran, längere Videos zu machen, die aber trotzdem einen schönen roten Faden aufweisen und durchgehend unterhaltsam sind. Das ist dann jetzt wohl hier nur bei diesem dritten Video zum Ultimate Epic Battle Simulator ein bisschen ausgeartet, denn diese 37 Minuten, wenn ich die jetzt für heute noch rendern und hochladen würde, dann, wie schon betont, das würde zu lang dauern. Und deswegen dachte ich mir, machst du doch einfach irgendwie so ein kleines Informationsvideo, in dem du das erzählst, in dem du das kurz anteasst, denn das kommt dann natürlich morgen Abend. Ihr könnt euch gerne um die Uhrzeit streiten, irgendwie alles ab 19 Uhr ist gut möglich. Ich lade ja grundsätzlich ganz gerne am Abend hoch und das kommt dann da. Wahrscheinlich 19, 20 Uhr, streitet euch drum. Ey, wenn irgendeine Uhrzeit in den Kommentaren gewinnt, wenn da plötzlich steht, nein, wir wollen aber lieber 20.30 Uhr, dann mache ich das. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich habe da absolut gar kein Problem mit. Und ach ja, wenn wir gerade schon dabei sind, so ein bisschen zu schnacken. Gestern Morgen kam seit langem mal wieder ein Vlog online. Keiner, der jetzt irgendwie krass aufwendig hier mit der großen Kamera geshootet worden wäre, sondern was ich auch schon mal vor ungefähr einem halben Jahr lang gemacht habe, so ein bisschen... Wie soll ich habe immer noch keinen guten Namen dafür. Ich habe mal mir überlegt, sie Simple Vlogs zu taufen, denn die filme ich einfach mit der kleinen Canon Legria, die ich hier lustigerweise auch direkt nebendran liegen habe, so kann ich sie zeigen. Also das ist diese kleine typische YouTuber-Kamera, die eine Zeit lang sehr, sehr beliebt war. Inzwischen filmen damit nicht mehr so viele, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, weil dadurch, dass die halt so klein ist und kompakt, kann man die so schön unauffällig mit drin halten und es kommt immer irgendwie ein etwas anderes Produkt rum, zumindest rede ich mir das ein, als wenn man jetzt mit einer großen Kamera filmt, weil man sich nicht so erschlagen fühlt von so einem dicken Gerät, von so einer dicken Linse, die da vor einem ist. Und dann verhalten sich die Leute, die man dann da filmt, vielleicht noch ein bisschen verrückter und das wird noch so ein bisschen mehr crazy als sonst. Und damit habe ich jetzt mal wieder so ein bisschen angefangen. Ich war nämlich im UFO zu Besuch. Wer das nicht kennt, der... Ja, der kennt's halt nicht. Der sollte sich den Vlog anschauen. Denn genau das ist das, was ich noch da ankündigen kann. Es kommt noch ein zweiter Vlog auf euch zu, der dann wohl übermorgen kommt. Nach der Folge des Ultimate Epic Battle Simulators. Ey, guck mal! Der Mann hat ja einen Plan! Ziehen wir das nicht mehr weiter unnötig in die Länge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sehe euch dann hoffentlich in etwa 24 Stunden, weniger als 24 Stunden, auf diesem Kanal hier wieder für eine extra lange, aber auch hoffentlich extra qualitativ hochwertige Folge des Ultimate Epic Battle Simulators. Ihr seht wieder wunderschön aus heute. Lasst euch gut gehen.